Der nachfolgende Comic-Talk-Clip wird präsentiert vom Splitter Verlag. Willkommen, liebe Netzsteckerinnen und Netzstecker, zu Ausgefragt, dem Interview-Feature des Comic Talks. Und heute zu Gast ist bei uns Trommelwirbel Katrin Gall. Hi. Applauspunkt. Katrin, ich bin ein Mensch, der an die Magie und Kraft von Titelbildern glaubt. Und du hast einen fabelhaften Comic bei Splitter rausgebracht. Bereits 2 Bände sind da. Und ich möchte sofort zeigen, was mich daran fasziniert, dieses magische Titelbild. Hör mal, ich deute es so. Wir haben hier eine Szene von Widerstand und Repression. Diese nach oben sich reckenden, fordernden Hände werden ins Fadenkreuz genommen von dieser brutalen Militärgestalt. Hast du das überhaupt so gemeint? Ich bin gerade super geflasht, dass das überhaupt jemand erkannt hat, weil ich habe mir eigentlich sehr, sehr viel bei dem Aufbau dieser Titelbilder gedacht, und das wird auch in den weiteren Bänden immer ein bestimmtes Konzept haben, und das freut mich voll, dass du das halt erkannt hast. Oh. Aber es gäbe eine zweite Deutung. Meine zweite Deutung lautet, dass es die Niederschlagung einer unheimlichen Bedrohung ist. Wenn wir das als Horrorhände deuten, dann könnte dieser Soldat unser Freund sein. Oder? Das zweite war ja eher meine Intention, aber das erste fasst es noch besser zusammen. Aber ich finde es toll, dass es so fluktuiert, weißt du, dass du es schaffst, das so offen zu halten, diese Lesarten. Mhm. Das finde ich wirklich großartig. Ich habe vor allem auch versucht, die Dreiecksform darin zu behalten. Also, dass die Dreiecke aus dem Logo sich quasi auch in dem Cover widerspiegeln. Das ist halt im Moment halt so, und bei dem anderen Buch genau andersrum. Und dann wechselt das wieder. Und auch die rote und blaue Farbgebung. Ja, klar, die Farbgebung ist auch prächtig. frech gesagt, erleben wir im Innenteil diese Szene nicht konkret 1:1. Aber ich sage immer, Populärkultur ist auch Teaserkultur, und der gute Teaser ist die halbe Miete. Wie begeistert war man denn bei deinem Verlag Splitter, dass du das so schön hinkriegst? Hat man dich ordentlich gelobt? Das weiß ich gar nicht mehr. Nein, also ich glaube schon eigentlich, seit dem ersten Tag unseres Kontaktes war das eigentlich immer schon so. Also ich bin ja damals nur hingegangen ich wollte nur eine Meinung erfahren. Also wirklich nur so antasten, hey, kann ich zeichnen, sieht das gut aus? Und dann war das irgendwie aber gleich so, weißt du, ich habe gar keine Rückmeldung bekommen, sondern es war gleich schon so ein, hey, Programm, Lizenz. Und ich habe das zuerst gar nicht verstanden. Ich habe das erst im Laufe des Gesprächs begriffen, worauf es eigentlich hinausging. Und war schon echt ein sehr flashendes Erlebnis. Und damit Sie daheim an den Geräten einen Eindruck haben von Katrin Galls Kunst, haben wir jetzt einen kleinen Einspielfilm und ab. Und ich komme jetzt sofort nochmal auf dieses erste Titelbild zurück, und zwar diesmal auf das Logo. Dezidiert auf das Logo, denn ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber heutzutage ist es so, jeder neue Comic, jede neue Serie bekommt ein Logo maßgeschneidert, und da sitzen Fachleute wochenlang dran und frickeln an dem Logo rum, dass es schick aussieht. Und du hast das ganz genial gelöst, finde ich. Denn ich dachte erst, Moment mal, was ist das hier? Dieses weiße Dreieck, das ist so ein Play-Symbol, so ein Abspielsymbol, und dachte ich, ah, Quatsch. Hier, sie klappt dieses stilisierte A von Radius herunter, gespiegelt sozusagen. Und das ist genial, weil innen drin, und jetzt steigen wir ein in Radius, hast du einen Planeten, und der Planet ist auseinandergebrochen in ein Oben und Unten. Und genau das hast du im Logo aufgegriffen. Oben ist der Teil Nova, unten der Teil A von, dieses A von Nova, das Palindrom, ist zugleich auch dieses Logo.
Wie genial ist das denn? Sag mal, wie lange brauchst du für solche kleinen Wunder? Passiert sofort. Also bei diesem Logo war es einfach so. Ich habe rumexperimentiert. Also ich fand schon immer, ich finde die Darstellung von A's ohne dem Strich immer ganz cool. Und ich liebe die Dreiecksform. Ist einfach so eine Form, die ich sehr ästhetisch finde. Und das hat dann einfach, das hat sofort, ich habe es rumexperimentiert, ein bisschen. Eigentlich hat es gar nicht lange, ich weiß es gar nicht, es ist einfach passiert an einem Abend, so zack, fertig. Und dann habe ich mir so, okay, passt, nehmen wir. Ja, du bist ein Allround-Talent im grafischen Bereich, ahnen wir jetzt schon. Und wir steigen mal ein in die Handlung. Ich habe mal so ein paar Worte in meinen Worten das versucht wiederzugeben. Moment. Radius ist eine actionorientierte Science-Fiction-Dystopie. Eine Gruppe von Menschen ist auf diesem fernen Planeten gelandet und sie haben sich fortentwickelt im Lauf der Generationen. Oben auf Nova herrschen eine Adelsklasse und unten auf Avon werden Ressourcen ausgebeutet. Klassisches oben gegen unten Thema. Und das zeigst du auch auf einem schönen Spread. Ich zeige mal diesen Spread von Seiten 8 und 9, wo du das in zwei Seiten einfängst, wo du uns zeigst, wie diese Welt aussieht. Hier haben wir es. Da links ist der Adel und die höheren Kasten. In der Mitte nochmal der Planet mit dem Kern, der offen liegt, der entscheidend ist als Quelle der Energie. Und rechts dann die Entrechteten und Geknechteten in Avon. Und das führt dann auch zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Der nächste Spread zeigt uns das auch. Und jetzt ist es sogar noch fieser. Der Adel setzt ein Virus frei und damit wird die Bevölkerung von Avon verseucht und entwickelt aber zum Teil, wenn sie nicht stirbt, übermenschliche Fähigkeiten. Sie werden zu Cyborgs. Und dann sagst du jetzt und diese Cyborgs sind die Rebellen, wie in Rebellion, der Titel, und die greifen den Adel an, möchten ihn stürzen und der Adel schickt seine Elitesoldaten, die Hellhounds, in die Schlacht. Wie lange hast du gebraucht, um diese Parteien aufzustellen? Dieses, sag mal, Söldner gegen Cyborgs, hast du dir so gedacht oder wie hast du diese Gruppen gebildet? Das war eigentlich schon von Anfang an die Quintessenz der Geschichte. Also es war eigentlich, ich habe es glaube ich zuerst dieses Setting erfunden und dann die Charaktere drin herin, weil es ging mir viel mehr um die Darstellung dieser Gesellschaftskritik, auch in dieser Klassengesellschaft, immer dieses, also ich wollte einfach zeigen, dass diese Gesellschaft aus zwei Klassen besteht und dass ein Konflikt da drin besteht und dass es aber möglich ist, diese Klassengesellschaft aufzubrechen und darum sollte es in dieser Geschichte gehen und es sollte dann halt über die Charaktere erzählt werden. Von daher war das eigentlich sofort da. Also es hat vielleicht ein paar Jahre gedauert, bis ich wirklich mit der konkreten Definition der einzelnen Gruppen gekommen, also dass ich sie als solche definiere, dass der Adel so aussieht, wie er aussieht, aber das ist schon immer um den Kampf zwischen Reich und Arm und reinblütig und nicht reinblütig ging und vor allem, dass die Rebellen Cyborgs waren, war eigentlich schon immer das Hauptelement der Geschichte. Wir schauen noch später rein in die Figuren. Wir zeigen auch die Figuren. Ich bin ein alter Knochen. Ich habe mit Science Fiction gar nicht so viele Berührungen. Ich dachte mir, hat es auch so einen Schuss von X-Men? Also die Mutanten, die also angefeindet werden von den Normalos, die sich behaupten müssen. Das kam mir aber nicht konkret in den Sinn, oder? X-Men? Nee, habe ich. Macht aber gar nichts. Holt euch. Es ist auch X-Men drin. Also man kann da ja alles rein. Es ist wunderbar, dass du das so deutungsoffen präsentierst. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Zum Auftakt dieses ersten Bandes installierst du eine recht lange Einführung, eine Exposition. Unter etwa 20 Seiten, wir haben schon zwei Seiten, vier Seiten gesehen, beschreibst du uns die Welt, die Fraktionen, die da kämpfen, den Virus, die Quelle, worum es geht und dann auch die Superkriegerin Akraya, dazu gleich auch noch. Jetzt kann man ja, das ist ja eine legitime Art, einen Stoff zu beginnen. Erstmal eine Exposition am Stück. Man könnte auch natürlich sagen, wir springen direkt in die Handlung rein. Zum Beispiel hatten wir hier im Comic Talk Isola bei Crosscult. Hm. Das haben wir alle nicht verstanden. Das war der Nachteil daran. Wie lange hast du damit gerungen, es so aufzuziehen? Oder hast du überhaupt damit gerungen? Oder war dir klar, ich mache erstmal eine Exposition, damit wir reinkommen in das Ding? Oder wolltest du was Wilderes machen? Das war natürlich am Anfang sehr viel kürzer. Ich wollte vielleicht nur so ein, zwei Seiten erklären, weil es war mir wichtig, es ist ja eine komplett fiktive Welt. Und diese fiktive Welt hat aber bestimmte Regeln, nach denen sie funktioniert, damit man die Geschichte überhaupt versteht. Und ich wollte den Leser quasi so vorbereiten, auf was auf ihn zukommt, weil es ging ja nicht darum, das Setting zu erklären, sondern
schon die Welt, in der es spielt, weil sonst hätte ich ja den einzelnen Prolog quasi in eine ganze Geschichte verwandeln können. Aber es ist dann alles ein bisschen eskaliert, weil ich wollte, dass der Leser absolut Bescheid weiß, an welchem, wo die Geschichte einsteigt und was wichtig ist zu wissen, was an dem Setting, welche Elemente so wichtig sind, ich habe jetzt verplappert, aber... Nein, du setzt schon die Kernpunkte. Genau. Das ist ja klar, worum es dann geht auch. Es muss hier betont werden, dass du Radius nicht nur zeichnest und kolorierst, du schreibst es auch und das ist eine enorme Leistung. Jetzt denke ich mir, gehe ich recht in der Annahme, dass du mit dem Zeichnen angefangen hast oder bist du eine Autorin, die sich das Illustrationshandwerk später drauf geschafft hat? Das war immer parallel. Was war zuerst? Das war eigentlich immer parallel. Im Ernst? Ich habe das nie voneinander getrennt, weil ich erzähle ja eine Geschichte, indem ich das zeichne. Also weißt du, visuelles Storytelling. Also ich habe das nie voneinander getrennt. Da kann ich sagen, gar nicht sagen, was als erstes da war. Du hast Bilder vor Augen. Ja, die versuche ich einzufangen, aber ich zeichne halt auch gerne so nicht einfach nur einen Charakter, sondern einen Charakter, der was macht, damit man gleich quasi eine Geschichte dazu bilden kann. Von daher, ja. Ich möchte eine Szene zeigen, die mich sehr geflasht hat. Aus dem ersten Teil gibt es diese erste Konfrontation von dem Hellhound Tom Ravens, die soldatische Hauptfigur, sag ich mal, und der Rebellin Akraya, die eine Sonderfähigkeit hat. Also sie ist der Virus hat sie zu einem Super-Cyborg gemacht. Sie hat organische Augmentierungen und die sehen wie folgt aus, dass sie diese schwarz-violetten Tentakelpeitschen einsetzt, sag ich jetzt mal. Und hier sehen wir jetzt, es beginnt hier, ich fahre nochmal einmal einen Schritt zurück. In einem Hangar haben wir eine erste Konfrontation, Söldner gegen Cyborgs, Rebellen gegen Adelsarmee. Und wir haben diese Sequenz, finde ich absolut irre. Jetzt kann sich Tom befreien aus dieser Cyborg-Peitsche und dann gibt es diese völlig irre, diesen Sprung in einen anderen Bewusstseinsraum, wie nennst du das eigentlich? Hast du einen Begriff dafür, wo sie dann landen? Also sie landen jetzt in diesem anderen Raum. Sie sind doch im Hangar, aber sind durch eine mentale Verbindung eingegangen. Mhm. Und jetzt fällt ein Schuss und sie springen zurück in den Hangar, in die laufende Handlung, in dieser zersplitterten Grafik hier. Sag mal, wie machst du sowas? Wie hast du das angelegt? Ich finde das völlig irre, dass du das so umsetzt. Also ich habe diese Verbindung immer nur als Konstrukt bezeichnet, auch für mich, das ist einfach ein Konstrukt. Konstrukt? Ja, also ein Bewusstseinskonstrukt. Ja. Das wird noch im dritten Band erklärt, was das ist, aber im Prinzip ist schon richtig gedeutet, dass das so eine mentale Verbindung ist. Das ist so ein Time Freeze, wo man im Prinzip eine andere Sicht auf die Realität bekommt. Ja. Und das kommt wieder, sagst du, das wird uns noch wieder begegnen. Das wird noch in Folgebänden. Wichtiger, ja. Sehr schön. Man könnte sagen, Radius ist auf den ersten Blick ein Action-Comic, ein filmisch orientierter Action-Comic. Da würde ich aber sagen, es gibt ja die Theorie, dass Comics Film auf Papier seien. Was für manche vielleicht auch zutrifft, aber im Grunde würde ich sagen, es ist eigentlich mehr eine Komposition auf Papier. Und das sehe ich auch bei dir. Ich würde sagen, du komponierst ganz bewusst auf der 2D-Fläche. Du denkst gar nicht so filmisch, oder? Du sagst, du denkst in Bildern, aber ich würde verweigern, das filmisch zu nennen. Eigentlich doch. Weil ich komme ja so ein bisschen aus der Animations- Ja? Okay. Schiene so, also auch aus dem Filmischen, aber also tatsächlich ist es so, wenn ich das Storyboard mache, ist es sehr cinematografisch, filmisch. Ja klar, okay. Storyboard ist ich mache das aber tatsächlich, szenisch. Dass ich das halt wie für so ein, also wenn ich praktisch dieses Storyboard für eine Animation verwenden würde, würde das auch funktionieren, aber was mir der Comic, also wo für mich der Unterschied liegt, dass ich auf dem Comic durch das Paneling auch nochmal die Storytelling beeinflussen kann, weil ich finde, dass Panelgrößen und auch die Anordnung sehr viel noch zur Story beitragen können. Und deswegen, also ich meine, ich würde auch gerne einen Animationsfilm draus machen, aber es würde noch länger dauern als ein Comic und als One-Man-Army ist das ein bisschen schwer, aber eines Tages vielleicht. Da habe ich noch eine schöne dumme Frage. Wenn du sagst, es könnte auch ein Animationsfilm sein, um welchen Faktor mehr wäre das eine Arbeit? Wäre es doppelt so viel Arbeit? Wäre es 10-mal so viel Arbeit, grob geschätzt? Die Frage kam. 1000-mal? 1000-mal, dann lass was sein. Dann sollte das
Bitte. Weil du musst, also stell dir vor, dass du ja zwischen den zwei Panels, du hast ein Panel und ein zweites Panel. Aber wenn du eine Bewegung dazwischen in der Animation darstellen musst, musst du ja noch quasi 150 Panels, also diese Frames dazwischen zeichnen. Und das ist immer wieder derselbe Charakter in einer leichten Bewegung. Aber trotzdem braucht es alles saubere Lines und eine Koloration und so weiter. Und deswegen dauert das um einiges länger. Lass das bitte sein. Mach weiter Comics. Ich komme nochmal konkret. Moment, das klären wir noch. Nochmal konkreter auf die Sache mit dem Filmisch. Ich zeige dir eine Seite, diese hier. Das meinte ich nämlich. Der Rauch. Hier raucht eine Person. Und der Rauch zieht sich über die anderen Panels. Das ist ja nicht Film. Das kann der Film nicht. Das meine ich mit Komposition, mit grafischer Komposition. Ja, tatsächlich ist es einfach so, dem Swag wegen. Du bist noch künstlerischer, als du dachtest. Jetzt kommt alles raus, Katrin. Eine Frage zum Handwerk, jetzt kommt die Handwerksfrage. Und wir haben einen schönen, im Anhang sehen wir sehr schön, wie du arbeitest. Und zwar zeige ich jetzt diese Seite, da haben wir die Skizze. Erst ist die Skizze, dann kommt die Line Art und dann geht es auf jeden Fall in den Computer für Farbgebung und Lichtsetzung und Hintergründe. Jetzt... Ich als Laie, ich zeichne nicht, ich denke mir, das sieht aus, als ob es noch auf Papier wäre. Ist es so? Nein, das ist alles digital. Nur das Storyboard mache ich auf Papier, weil es irgendwie fühlt sich realer an, wenn der Bleistift übers Papier kratzt und dann hast du wirklich das Gefühl, dass die Idee durch die Hand, durch den Stift aufs Papier fließt. Aber ab da wird alles digital. Also das sind so Thumbnails sozusagen. Genau, so ganz also es sind teilweise Abläufe. Bestimmte Strichmännchen, weil es geht manchmal nur darum, die Idee festzuhalten und das ganze Visuelle kommt dann später. Wobei, wenn ich es aber schon aufzeichne, habe ich das final fertig im Kopf. Also ich zeichne ein Strichmännchen, aber ich sehe da schon sehr viel mehr drin. Okay. Das ist wie so ein Prisma. Ja, aber man sieht heute, man kann auch das schon im Computer machen. Viele Menschen glauben das ja nicht. Die glauben, ja, das ist doch immer wie auf Papier gemalt hier. Im Prinzip ist das wie auf Papier zeichne, nur dass ich ja nicht auf Papier zeichne, aber auf einer Plastikfläche quasi. Aber an sich von der Bewegung und auch von dadurch, wie der Strich sich da abbildet, ist eigentlich gar kein großer Unterschied. Aber es ist eine gewisse Routine. Du musst dich daran gewöhnen, dass du so machst. Also wenn man ein Tablet hat, dann ja? nicht. Ja? Also wenn man ein Tablet hat, auf dem man dann auf den Bildschirm gucken muss, dann finde ich das ein bisschen gewöhnungsbedürftiger. Aber ich habe ein Tablet, wo ich direkt drauf zeichne. Und deswegen ist das kein so großer Unterschied. Man kann sich auch so Folien kaufen und dann, die nennen sich auch Paper-like. Dann hat man wirklich das Gefühl, man zeichnet auf Papier. Von daher. Dann fange ich auch an, hör mal. Das klingt doch fantastisch. Achso, für die Raumgestaltung hast du dann eine 3D-Software, richtig? Genau. Kannst du den Vorgang schnell erklären für unsere Zuschauer? Schnell. Also du hast, soll ich ihn schnell erklären, aber es ist aber jetzt falsch. Ja, kannst nee, dann die Software gibt dir Räume vor und dann kannst du Nein, die Software fängt an mit einem komplett leeren Raum, mit einem Konstrukt. Und dann muss ich mit verschiedenen Tools eben diese Fläche aufziehen. Also da ist eigentlich auch alles handgemacht. Okay. Und ich model das dann einfach. Und die Figuren werden reingesetzt? Die Figuren zeichne ich dann rein. Genau. Also die Figuren habe ich ja nicht in 3D, ich zeichne die dann. Also wenn ich den Raum einmal modelliert habe, zeichne ich die dann rein. Also die Figuren, ich könnte eine Figur reinziehen, aber irgendeine einfach nur, um die Größenverhältnisse abzuchecken. Jetzt zeige ich dir ein verrücktes Detail, das mich sehr fasziniert hat. Es hat mir das Herz erwärmt. Du wirst nicht ahnen, was jetzt kommt. Ich bin sehr gespannt. Ein ganz krudes, kleines Detail, aber ich fand es ganz hinreißend. Es gibt ja im Comic immer diese Menschen, die fluchen. Und für Flüche im Comic haben wir von Asterix, kennen wir das, die klassischen Symbole, das Sternchen, der Totenkopf, der Kreisel, der Blitz. Du aber, jetzt finde ich es gerade nicht, du aber nimmst ein anderes Mittel, das es auch gibt. Du ahnst, was kommt. Du hast den kleinen, das Wutwölkchen, sag ich mal. Hast du einen Begriff dafür? Wie nennst du es? Das Wutwölkchen. Ich finde es gleich, dann zeige ich es noch. Okay. Du es schneller. Ja, ich glaube, wenn das ist, was du meinst. Schau mal, ob ich hier eins finde. Meinst du das? Ja, nehmen wir das doch. Ach so, hier, ja, ich glaube, es ist einfach eine Darstellung. Das ist so, wenn man eigentlich gleichzeitig so viel sagen will, aber sich dann doch zurückhält und es ist dann einfach, was passiert daraus? Es ist dann, verwandeln sich diese Worte in so eine Wolke. Es ist komprimiert. Ja, genau, Wut. Das ist das richtige Wort dafür, komprimiert. Geballte Wut als schwarzes Knäuel. Aber ich finde das wundervoll. Auch das kenne ich, glaube ich, aus alten franco-belgischen Comics. Wo hast du es denn her? Wahrscheinlich aus dem Internet, ich weiß es nicht. Am Internet? Heute man doch nicht heutzutage alles aus dem Internet. Hier gibt es denn alles im Internet heute, das ist ja auch nicht schön. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, kam irgendwann und dann dachte ich, was ist eine gute Idee. Wir haben was gefunden, was es noch nicht im Internet gibt.
Da kann ich lange suchen. Ich experimentiere aber auch sehr gerne mit Sprechblasen. Was? Ja? Ich experimentiere sehr gerne mit Sprechblasen und gucke immer, wie man die Sprechblase, auch wie das Paneling dazu verwenden kann, die Intention des Charakters zu verdeutlichen und auch für Storytelling zu nutzen. Schön. Ja, ja, ja. Sag mal, Katrin, ich frage alle Künstlerinnen, wie feministisch sie ihre Arbeit angehen. Wenn du deine Frauen, deine Männer anlegst, die Figuren, hast du denn eine Agenda oder einen Anspruch dahinter, dass du sagst, ich möchte, dass das rüberkommt oder dass diese Figuren so und so wirken? Gibt es da irgendwas, wo du denkst, ich will das nach vorne schieben oder das auf keinen Fall präsentieren? Habe ich noch nie darüber nachgedacht. Also wenn ich einen Charakter finde, dann ich fokussiere mich nicht auf das Geschlecht. Es erscheint mir halt wie so eine trübe Wolke und dann weiß ich aber auch automatisch, ob es jetzt männlich oder weiblich ist und dann gucke ich einfach, ob das passt. Also ich habe ja eigentlich, ich habe relativ wenige Frauen im Comic tatsächlich, also jetzt drei Hauptcharaktere, also drei wirklich wichtige. Ja, ja, ja. Aber ja, das Team hier. Ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, dass ich sie jetzt unbedingt, dass ich deren Weiblichkeit in erster Linie zeige. Also, du machst es intuitiv. Ja, es ist eher so. Also ich mache mir nicht so viele Gedanken über Gender und Feminismus und so. Also, das kommt vielleicht noch. Weiß ich ja, nicht. Heutzutage, heutzutage finde ich, muss man schon drauf gucken. Dein Pseudonym ist Radax? Ja. Ich dachte mir, ist da ein Zusammenhang? Radius Radax? Ich wollte mal fragen, Radius Radax, ist das? Nee, da ist kein Zusammenhang. Ist aber auch aus der Zeit entstanden, wo ich mir diesen Namen gegeben habe quasi. Aber das hat alles einen ganz anderen Ursprung. Deine Website heißt radaxart.com. Auch Empfehlung, da mal hinzuschauen. Man kann auch sehr schöne Drucke von dir kaufen. Du hast einen Shop, wo du nicht nur Radiusdrucke, sondern auch andere Motive kann man sehr schön kaufen da. Das ist schon mal ein Tipp. Gehen Sie mal dahin. Radius ist auf 4 Bände angelegt. Wir haben 2. Du hast im Splittercast mit Max Schlegel gesagt, dass du vielleicht einen zweiten Zyklus andenkst. Nach Band 4 kommt ein zweiter Zyklus. Können wir das heute eintüten? Ja. Also es gibt nicht nur einen zweiten Zyklus, es gibt Prequels und Sequels und ein Spin-off. Weißt du, diese ganze Geschichte, die hat mit 4 Bänden begonnen, aber mittlerweile hat sich das verselbstständigt. Es ist wirklich ein eigenständiges Universum geworden und das führt zu einem Eigenleben und ich habe das Gefühl, dass ich zu jedem Charakter eine Vorgeschichte erzählen kann und das in so einer Timeline hintereinander aufstellen kann und das würde Sinn ergeben. Es würde alles aufeinander aufbauen und ich würde all diese Geschichten irgendwann gerne erzählen. Von daher, ja, es wird einen zweiten Zyklus geben, aber auch einen dritten, vierten, fünften. Es ist ein Lebenswerk. Ja. Also ich habe mein ganzes Leben lang noch Zeit daran zu arbeiten. Also bist du auf Star Wars-Pfaden unterwegs? Ja. Das ist unübersichtlich. Aber wirst du denn nach Band 4, ehe es in den zweiten Zyklus geht, eine Pause mal einlegen oder bist du ein Workaholic? Ich habe fast das Gefühl, du bist... Ich fühle mich lebendig, wenn ich arbeite. Also ich brauche das. Ich werde nervös, wenn ich nicht arbeite. Wollt schon vorschlagen, du, Claudia Schmidt und Frauke Berger, ihr drei Splitterkünstlerinnen, ihr macht ein Büro auf, ein Atelier, dann könnt ihr euch noch mehr anschreiben. Es geht noch schneller, Katrin. Und einen Sponsor finden? Sponsor? Na klar. Machen wir. Schlussfrage, eine spatzige Schlussfrage. Man bietet dir einen Platz auf einem Raumschiff an. Fliegst du mit zum Mars? Ja. Sehr gerne, ja. Bist du dabei bei der Besiedlung? Doch klar würde ich mitfliegen, ist doch voll cool, den Mars zu erkunden, oder? Ich verstehe es nicht. Das Weltall ist kalt, feindlich, leer. Und darum spielen ja Arschloch. Eigentlich habe ich nur eine Geschichte im Hinterkopf, so nicht von Radius, aber allgemein eine, die auf dem Mars spielt. Von der würde ich das super gerne einfach nur auskundschaften für Research-Zweck. Aus diesem Recherche. Grund würde ich mitfliegen. Ja. Recherche auf dem Mars, das ist kein Stringall. Das ist ja fabelhaft. Eine Welt ist nicht genug. Aber wir bitten dich trotzdem, bleib hier, du kannst jetzt nicht weg, weil du erst noch deine 15 Bände Radius... Die würde ich ja mitnehmen. Die würde ich mitnehmen. Solange wir dahin fliegen, würde ich daran arbeiten. Schick sie online, das ist ja... Katrin Gahl ist nicht zu stoppen. Also wir freuen uns sehr auf deine nächsten Comics. Bleib trotzdem besser hier, falls die Übertragung abbricht. Ich sage, schönen Dank, Katrin Gahl. Wir sehen dich gleich noch im Comic Talk und damit zurück ins Comic Talk Studio.